zunächst recht herzlich begrüßen hier vor den historischen Mauern unseres Klosters. Und begrüßt wurden wir mit zwei schönen Stücken. Und das letzte Stück, Ode an die Freude, hat dort schon begrüßt hat. Sage aber auch schon herzlichen Dank dem Streichquartett, den jungen Damen, die zu meiner Linken sitzen und auch nachher noch spielen werden. Aber ganz besonderen Dank sage ich der Dame, die alles vorbereitet hat, auch die Antragstellung, Frau Frost. Das ist Ihr Lob. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das in die Wege greifen. Ja, ich möchte natürlich herzlich begrüßen alle, die hier sind, aber natürlich, wie es immer so ist, einige ganz, ganz besonders dabei. Herrn Fritz hatte ich schon angesprochen, ehemaliges Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, aber auch ehemals Abgeordneter unseres Bundestages, der heute extra zu uns gekommen ist. Ich freue mich, dass der Europaabgeordnete, wir können daher, glaube ich, einmal für alle applaudieren, wollen wir das so machen, den Europaabgeordneten Michael Gahler. Herr Gahler, Sie sind ja fast schon zu unserem Inventar gehören, darf ich das sagen. Ich freue mich immer wieder, wenn wir uns sehen, entweder wenn ich in Brüssel sein darf, die letzten drei Jahre war schwierig, aber ich hoffe, das kommt auch wieder etwas mehr, oder wenn Sie bei uns in Frankenberg sind, und ich glaube, wir ticken gleich für Europa, wir brennen für Europa, das ist auch immer ganz wichtig, dass wir das entsprechend betonen dabei, gerade in der heutigen Zeit, ich komme noch einmal drauf zurück. Aber mich freut es immer wieder, und Sie haben mich schon mal erlebt, als ich eine Ehrung erhielt. Das war sehr emotional für mich. Das war eine sehr persönliche Ehrung, die wir in Geismar durchgeführt haben. Ich freue mich natürlich auch, dass Edgar Franke, der parlamentarische Staatssekretär, hier bei uns ist. Und Edgar, wir kennen uns, glaube ich, auch schon gefühlte 30 Jahre. Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssen es mal ausprobieren. Ich habe schon lange Haare. Ja, ich kann mal mein Führerscheinbild zeigen. Das ist auch schon eine Zeit lang her. Da waren die Haare auch lang, aber es war damals die Zeit, Edgar, da hatten wir noch rote Jeans an und Velourstiefel mit Franzen an der Seite. Dann wollen wir das wie in der Jugend auch mitteilen, was wir da haben. Herrn Franke kenne ich aus meiner Zeit aus Homberg, aus der Schwalm. Und deshalb, Edgar, vielen herzlichen Dank, dass auch du immer den Weg hier wieder zu uns findest. Ich freue mich auch, dass die Bundestagsabgeordnete Esther Dilscher mit dabei ist, aus dem Nordkreis hierher gekommen ist. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Das muss man ja auch immer bei Abgeordneten dazu sagen. Ja, ein ganz besonderer Gruß natürlich dem Regierungspräsidenten Marc Weinmeister, der eine sehr enge Verbindung zu Europa hat. Wir haben uns auch häufig schon in Brüssel gesehen, haben uns ausgetauscht dabei. Denn als ehemaliger Staatssekretär für Europa-Angelegenheiten ist es natürlich wichtig, und da freue ich mich natürlich, dass Sie als Regierungspräsident auch heute mit und bei uns sind. Ich freue mich natürlich auch, dass der Landkreis mit dabei ist, den Karl Friedrich Frese als ersten Kreisbeigeordneten möchte ich ganz besonders begrüßen. Und Karl, wir haben ja auch Verbindung europäisch. Ich sage nur mal die Bütower-Treffen, die wir in Vergangenheit und hoffentlich auch noch lange durchführen werden. Oder auch mein Dank gilt natürlich, als wir die Olympiade 2019 in Frankenberg hatten. Auch das sind immer wieder Themen, die wir natürlich gemeinsam für Frankenberg, für den Landkreis Waldeck-Frankenberg tun. Freue mich, dass mein Kollege Thomas Firmenich aus einer der fünf Partnerstädte hier mit zu uns gekommen ist. Ich weiß, Thomas, auch du brennst für Europa. Warst letztes Jahr auch in Klaipeda mit dabei, ehemals Memel, Litauen. Auch da haben wir die europäische Freundschaft, denke ich mir, gelebt. Und auch du wirst daher noch ein Grußwort sagen, musst die anderen Partnerschaftsstädte entschuldigen. Die haben alle Glückwünsche übermittelt. Entweder, Thomas, kannst du die auch noch vorlesen oder wir sagen, wir sind eingegangen. Aber ich kann dir auch der Presse geben. Ich glaube, sonst wird es uns allen zu langweilig dabei. Ich freue mich natürlich auch, dass Rainer Hesse als Kreistagsvorsitzender mit hier zugegen ist. Und natürlich den Stadtverordnetenvorsteher nicht zu vergessen. Jörn, jetzt sehe ich dich nicht. Da sitzt er in der Gala versteckt. Herzlich willkommen, auch deine Grüße übermittle ich gerne weiter. Natürlich genauso wie alle Stadtverordneten und Magistratsmitglieder, die heute Morgen hier mit dabei sind. Ich freue mich natürlich, dass wir auch mit dabei haben die Partnerschaftsvereinigung mit dem Vorsitzenden an der Spitze. Und ganz besonders aber freue ich mich, die Damen und Herren sitzen dort hinten, unsere Integrationskommission, die sich auch immer wieder für Frankenberg einsetzen tut, auch mit dem deutsch-türkischen
deutsch-türkischen Partnerschaftsverein, der schon seit langen Jahren in Frankenberg gute Integrationsarbeit leistet. Und natürlich, wir sehen es auch dort hinten, die Ortenbergschule und die Edertalschule mit Erasmus und mit anderen Austauschprogrammen, so dass wir das Europa letztendlich leben können. Und freue mich natürlich ganz besonders, dass wir auch einige Gäste mit dabei haben. Herzlich für die Einladung, denn ich bin immer wieder gerne nach Frankenberg gekommen, weil ich weiß, dass Frankenberg eine zutiefst europaorientierte Stadt ist und es deswegen auch mehr als verdient ist, dass sie jetzt schon die dritte Stufe der Ehrungen vom Europarat bekommen. Und wenn man sieht, wer heute alle hier ist, vom Stadtverordnetenvorsteher über den Kreisbeigeordneten, dann sind wir in der Ebene beim Regierungspräsidenten, bei der Landtagsabgeordneten, dann sind Bundestagskolleginnen und Kollegen da. Ich als Europaabgeordneter, ich habe gehört, kurzfristig musste der UNO-Generalsekretär absagen, also diese Ebene. Aber ansonsten sind alle Ebenen hier gut vertreten und das ist auch gut und richtig so. Der Bürgermeister hat es schon angesprochen, wir können hier zum Glück dieses Europa pflegen, feiern und auch davon profitieren und auch gerade den jungen Menschen, ist ja eben der Schulaustausch genannt worden, dieses großartige Friedensprojekt näher bringen. Währenddessen in der Ukraine ein fürchterlicher Krieg herrscht. Ich bin der ständige Berichterstatter des Europäischen Parlaments für die Ukraine und von daher ständig, täglich, stündlich mit diesem Thema in unterschiedlicher Weise befasst. Und in den drei Besuchen, die ich während des Krieges dort absolviert habe, habe ich wirklich auch erleben können, dass diese Menschen, die dort ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit und ihr Recht auf in demokratischen Umständen zu leben verteidigen, dass die auch alle für Europa brennen. Und das ist genau der Grund, weswegen sie in verbrecherischer Weise von dem Kriegsverbrecher im Kreml überfallen worden sind. Weil sie ihre Gesellschaft eben so organisieren wollen, wie das in einem demokratischen Europa geplant ist und wie es auch den Menschen etwas bringt. Und davor hat der Diktator im Kreml eben Angst, weil er Angst davor hat, weil er befürchtet, dass eine positiv sich entwickelnde Ukraine seinen eigenen Bürgern die Fragen stellen wird, warum geht das in der Ukraine, dass es besser wird, dass Korruption bekämpft wird, dass Oligarchentum bekämpft wird. Herr Bürgermeister Hess, Herr Europaabgeordnete Gala, Herr ehemaliger Kollege Fritz, liebe Abgeordnete Esther Dilcher, Claudia Ravensburg, Herr Regierungspräsident, Herr Bürgermeister Firmenich, liebe Ehrengäste, Herr EKB, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Stadt Frankenberg, jeder wird heute die Ehrenplakette des Europarates verliehen. Hierzu gratuliere ich auch im Namen von Esther Dilcher, die ja heute anwesend ist, Dr. Bettina Hoffmann, Dr. Daniela Sommer und Armin Schwarz ganz herzlich. Die Ehrenplakette des Europarates, meine Damen und Herren, ist die zweithöchste Auszeichnung nach dem Europapreis. Viele fragen vielleicht, warum bekommt gerade die Stadt Gutenberg, die Stadt Frankenberg. Sie sehen, beim ehemaligen Bürgermeister wird man, den ehemaligen Bürgermeister wird man nicht los, die Stadt Frankenberg diese besondere Auszeichnung. Das war wirklich eine freudsche Fehlleistung. Die Stadt Frankenberg, jeder, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat sich wirklich besondere Verdienste um die europäische Integration erworben. Sie hat wirklich in herausragender Weise für ihre Städtepartnerschaften und Freundschaften innerhalb Europas engagiert. Das wissen, glaube ich, alle, die hier sind. Und ich als Abgeordneter habe an vielen Veranstaltungen teilgenommen. Es ist hier so, dass ganz, ganz viele Gruppierungen, Zivilgesellschaft, sagt man das ja heute, Vereine seit mehr als 5 Jahrzehnten den Austausch und die Kommunikation zwischen inzwischen 5 Partnerstädten pflegen. Sepp Waller war ja auch eine legendäre Figur, der damals ja auch sehr sich engagiert hat, den ich noch von meinem Vater, der ja lange Landrat im Schwarm-Eder-Kreis war, der hat schon die Beziehungen auch hier geknüpft zu Frankenberg. Da sind auch viele Bekanntschaften, sind auch viele Freundschaften, glaube ich, über die Jahre entstanden.
der Aufbau und Erhalt eines friedlichen, freiheitlichen, demokratischen Europa, auch das ist eben gesagt worden, glaube ich, und ist wichtig, und das Engagement der Bürger, ich muss aufpassen, dass hier nicht die restlichen Zettel wegfliegen, hat eine besondere Bedeutung. Und es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, es gibt natürlich soziale, vielleicht auch religiöse und weltanschauliche Unterschiede zwischen vielen Staaten in Europa, aber sie sind letztlich die Begegnung, die Kommunikation sind der Motor der europäischen Integration. Lieber Rüdiger, ich sage es gleich am Anfang, dass ich ja nicht vergesse. Sehr geehrter Herr Fritz, sehr geehrte oder liebe Kollegen aus Europa, Bundestag, und ich darf natürlich auch von meinem Landtagskollegen Bullmann noch herzlich grüßen, verehrte Ehrengäste. Ich möchte mein Grußwort ein wenig aus meiner persönlichen Sicht, wie ich Frankenberg und Europa erlebe, heute hier darstellen, um auch nicht die Grußworte zu wiederholen. Natürlich ist uns Europa ganz, ganz wichtig. Und deshalb gehe ich jedes Jahr in die Schulen in der Europawoche, so auch in die Frankenberger Schulen, und diskutiere über Europa, was bringt Europa eigentlich für uns, warum ist Europa für uns so wichtig. Jahrelang war Europa Themen so ein bisschen angestaubt, wir haben über Harmonisierung, ob die Schrauben so oder so in der DIN-Norm sind, gesprochen, wir haben über die berühmte Gurke gesprochen, ob sie gerade oder krumm sein soll. Und plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist Europa ganz nah bei uns. Aber wir müssen es auch den Jugendlichen erklären. Und Europäer? Der Grundgedanke, Europa als friedliche Einheit zu sehen, ist so viel älter als der Europarat oder die Europäische Union. Schon nach dem Ersten Weltkrieg haben sich viele Gedanken gemacht darüber, ob man dieses Metzeln nicht anders lösen kann als über kriegerische Auseinandersetzungen. Und viele haben sich damals auf den Weg gemacht, als Paneuropa, als Paneuropäer, um zu sagen, wir müssen einen Weg finden, friedlich unsere Probleme, unsere Meinungsverschiedenheiten, unsere Interessen zu vertreten. Es hat dann einen zweiten großen Krieg bedarf, dass dieser Gedanke dann doch auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Für mich immer noch unglaublich, was diese Staaten in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam geleistet haben. Ja, Hess, verehrte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch der Landkreis Waldeck-Frankenberg möchte bei dieser hochkarätigen Veranstaltung und der besonderen Ehre, die heute der Stadt Frankenberg zuteil wird, nicht abseits stehen. Ich bin gerne gekommen, lieber Rüdiger, um dir im Namen der Gremien des Landkreises Waldeck-Frankenberg, heute auch vertreten durch den Kreistagsvorsitzenden Rainer Hesse, aber auch verbunden mit besten Grüßen meines Kollegen Landrat Jürgen van der Horst, der im Urlaub weilt, ganz, ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung zu gratulieren, zur anstehenden Verleihung der Ehrenplakette des Europarates. Vielerorts im Landkreis Waldeck-Frankenberg gibt es teilweise seit Jahrzehnten Städte- und gemeindepartnerschaftliche Aktivitäten. Gerade an diesen langen Wochenenden im Mai und Juni werden diese Partnerschaften gelebt und gepflegt. In der Kreisstadt ist an diesem Wochenende ein großes Jubiläum zum 60. Geburtstag der Partnerschaft mit einer französischen Stadt. Aber das, was hier in Frankenberg seit vielen Jahrzehnten, und meine Vorredner haben teilweise darauf hingewiesen, praktiziert, gelebt wird, innerhalb der Verbindung zu den Menschen nach Europa, das ist schon etwas Besonderes. Frankenberg ist so ein bisschen das Aushängeschild der 21 Städte und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Lieber Rüdiger, sehr verehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren, als Bürgermeister der Stadt Frankenberg, Sachsen, spreche ich nun
das habe ich vorher auch nicht gewusst, für die Partnerstädte der Stadt Frankenberg-Eder. Das Besondere ist, wir liegen nicht im Ausland, sondern wir liegen in Deutschland. Auch wenn die ersten Anfänge dieser Patenschaft begannen, wo es noch zwei deutsche Staaten gab. Und der Aufbau Frankenberg-Sachsen ist ganz wesentlich in den ersten zwei, drei Jahren mit der Stadt Frankenberg-Eder verbunden oder andersrum, wir haben das dort alles gelernt, weil die Damen und Herren damals wussten das ja nicht so. Das ging so um den Haushalt, leider auch ums Schuldenmachen, das haben wir auch gelernt, aber das haben wir dann so lange her inzwischen in den Griff gekriegt. Wenn ich also heute hier spreche, dann, lieber Rüdiger, meine Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser ganz besonderen Auszeichnung. Wunderschöne Brücke gebaut und diese haben wir auf unseren Sekt hier, der kommt glaube ich aus Rheinland-Pfalz, aber das spielt jetzt keine Rolle, diesen haben wir auf den Sekt hier aufgedruckt. Und lieber Rüdiger, dass du das mit deinem Team gut begießen kannst, das wünsche ich dir und mach weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen mir nach, dass ich jetzt nicht mehr jeden Einzelnen aufrufe. Ich glaube, es ist jetzt durch, wer wer ist. Als der Bürgermeister von Frankenberg-Sachsen gerade sich als letzten Redner bezeichnet hat, da spürte ich hinter mir körperlich die Erwartung, die unter Ihnen auch, aber nein, war noch nicht der Letzte. Es gibt noch einen. Warum steht hier so ein alter Kerl vor Ihnen, der im Auftrag der Parlamentarischen Versammlung des Europarats unterwegs ist? Das hängt damit zusammen, dass die Aktiven immer gerne ein bisschen Unterstützung haben. Zweitens aber auch, weil vieles von dem, was jetzt gesagt worden ist, sich in meiner Person gut darstellen lässt. Die Generationen meiner Urgroßeltern haben auf Franzosen geschossen. Generation meiner Großeltern, da weiß ich es ganz genau, haben auf Franzosen geschossen. Mein Vater war Jahrgang 9, der hat auf Franzosen geschossen. Ich bin 77 Jahre alt und niemand hat das von mir jemals erwartet oder sogar verlangt. Und meinen Kindern ist dieser Gedanke so fremd, dass der Schock über das, was jetzt tatsächlich in Europa möglich geworden ist, tatsächlich sehr groß ist. Thank you.
Straße, Unfall ergreifen.